ging knapp daneben. Kaliber 50, Raketen, nichts passiert. Wo ist der Rest Ihres Platoons? Erledigt, Sarge. Sind wir bald auch, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden. Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu. Als ich mich beim Korps gemeldet habe, gab's noch keine Luxuspanzer. Wir hatten Stöcke, zwei Stöcke und einen Stein für ein ganzes Platoon. Und den Stein mussten wir teilen. Kopf hoch, Junge. Du hast echt Glück, Marine. Was ist mit diesem Scarab? Wir haben das doch durchgespielt. Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar. Haltet euch beim Master Chief. Er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir Sergeant. Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen. So, hallo, hier ist der Vordenker von den Zitronenpressern und ich habe heute die Ehre, euch Metropole zu präsentieren. Ja, Kampagnen-Let's Play mal ein bisschen anders. Mal schauen, was meine Vorgänger oder meine Nachfolger so machen, bin ich auch mal gespannt drauf. Ich zocke jetzt heute einfach mal ganz normal auf Heldenhaft. Ich habe mir zuerst gedacht, ja, ich könnte es auf Legendär zocken. Habe für die Brücke eine halbe Stunde gebraucht, für den Tunnel eine Viertelstunde. Und danach die Scharfschützen, ne. Also nachdem du 10 Scharfschützen erledigt hast und dann den 11. übersehen hast, na, dann, da hatte ich keine Lust mehr. Da habe ich mir gedacht, ach, probieren wir es mal heldenhaft. Und da ist mir was Witziges aufgefallen, was mir jedenfalls noch nicht aufgefallen ist, oder was ich jedenfalls noch nicht gewusst habe. Und zwar Sergeant Johnsons Ansprache zu den Marine unterscheidet sich mit Schwierigkeitsgrad, also auf, ja, legendär, was weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall sagt er da was anderes, sagt er einmal auch, ja, zum Jammern hatten sie genug Zeit vor dem ganzen Krieg und ja, finde ich eigentlich ganz cool, so ein kleines Easter Egg. Weiß ich noch gar nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gefunden hat. Ja, warum habe ich diese Kampagne ausgewählt? Warum gefällt mir so gut? Einfach, ich liebe dieses Level. Fängt schon mal genial an, Panzer fahren. Easy Aspire auf Heldenhaft, also auf Legendär zerstört dich fast. Der eine Rave zerstört dich so elendig oft, das gibt's gar nicht. Ja, Unterschied zu den anderen Halos. Also, man merkt schon, schießt ein bisschen ungenau, aber ist auch egal. Ich bin jetzt kein Halo-Zocker der ersten Stunde, auf jeden Fall. Halo 2 habe ich nie die Ehre gehabt, wirklich auf der Xbox zu zocken. Hab's jetzt erstmal hier mit der One gezockt, einmal auf normaler Grafik und einmal auf der neuen Grafik. Und ich muss wirklich sagen, ernsthaft, die neue Grafik sieht halt hammergeil aus. Da fällt es immer ein bisschen schwer, auf die alte Grafik zurückzuschalten. Und deswegen werde ich jetzt das Spiel auch eigentlich einen großen Teil in der neuen Grafik, ja, zocken. Jetzt kommt dann, glaube ich, von rechts kommt hier ein Phantom dann. Oder? Ja, jetzt kommen hier von links Marines. Dann kommt der erste Phantom, den kastrieren wir gleich mal. Jetzt kommt der zweite von rechts. Dann nehmen wir auch mal gleich die Kanonen weg. Also auf Legendär habe ich es bis hier geschafft. Da war mein Scorpion nur eine brennende Ruine, kann man sagen. Danach wird es hässlich. Jetzt kommt von links eine Banshee normalerweise. Ja, da haben wir sie schon. Guten Tag. Wow, hat er es überlebt. Und nochmal ein Phantom. Da ist jetzt wichtig, den Wraith runterzuschießen, aber ich glaube, das ist kein Problem mehr. Passt. Der war schlecht fixiert. ja, noch zu der Mission, warum ich die gewählt habe. Ich mag einfach das Setting, weil es jetzt hier einfach das, nach Halo 1 kann man so sagen, es ist eigentlich der erste wirkliche Kampf auf der menschlichen, ist auf der Erde eigentlich, also auch auf einer Welt der Menschen, wir wissen auch noch in einer Stadt der Menschen, ist ja schon mit Vororte relativ genial. Und jetzt hier sieht man New Mombasa, wo wir jetzt rüberfahren. Also von alten Mombasa rüber nach New. Und versuchen den Scarab aufzuhalten, weil warum auch nicht, ne? Es gibt ja gerade keine anderen wichtigen Missionen mehr. Ah, komm, ich krieg auch noch. Finde ich ein bisschen schlecht, dass man hier keine Tracer hat. Also fürs MG wäre es nicht schlecht. Dass man zumindest mal sieht, wo sie ungefähr hinfliegen. Wie stark die Streuung ist. Das wäre mal so eine zusätzliche. Oh, haben wir einen vergessen. Ah, ist eine Banshee. Die habe ich vergessen. Nice. Jetzt der nächste noch, komm schon. Unten durch schon wieder. Schlimm. Was ich damit meine, also so Leuchtspur-Munition. Dass man schön Tracer hat, wie die Granate geflogen ist. Dann kann man wenigstens ein bisschen besser zielen. Na? Okay,
Sind wir wieder beim Thema Zielen. Und weg da. Passt. Perfekt. Jetzt holen wir uns den auch noch. Geht doch. Es geht, also... Tut euch mal wirklich das an. Spielt zumindest hier den Anfang mal auf Legendär. Und ihr seht mal, wie schlecht so ein scheiß Panzer sein kann. Mit zwei Kerlen mit Rockets auf der Seite. Mich einer sogar mal selber in die Luft gejagt, weil er es lustig gefunden hat, gegen das Auto neben uns zu schießen. Mit einem brennenden Skorpion. Nicht so nett. Auf jeden Fall hat dieses Halo wirklich den Titel schwerstes Halo bis jetzt in der Kampagne auf Legendär verdient. Also die Leute, die das auf Laser machen, ja, Respekt vor denen. Schauen wir mal, jetzt kommen hier eigentlich dann Banshees, wenn Cortana wieder redet. Ja, ich glaube jetzt vorne erst bei der Laterne. Und den Hammer. Ein bisschen vorhalten. Ja, nicht getroffen. Passt. Und nochmal einer links. Zwei sogar. Ah ja, warte. Was? Komm schon. Na? Hab wieder nicht getroffen, das gibt's ja nicht. Ein Zoom für den Panzer, das wär's jetzt. Komm schon, jetzt haben wir ihn. Nice. Das ist wenigstens das MG schon mal gut, dass man sieht, ob man treffen könnte. Wenn man die Hitmarker kriegt. Passt. Jetzt haben wir den. Jetzt haben wir auch gleich jetzt. Nur dadurch, dass wir heldenhaft spielen, haben wir jetzt schon durch die Brücke die 9000 Punkte für die Levelpunktzahl schon fast zusammen. Na komm. Keine Chance. Da war noch einer. Und den haben wir weg. Passt. Wow. Der hat Energie. Kommen hier zwei Phantoms. Oben ist noch eine Banshee, aber schießen wir es noch weg. Ach, schießen wir es weg. Komm. One shot. Ah, wo ist denn der Schuss hin? Geht doch. So, da kommt der Phantom. Einfach mal Dauerfeuer drauf. Phantom, sag ich. Wraith. Ey, jetzt mich da keine korrigiert. Oh, komm weg. Und der erste weg. Hier finde ich es auch schön, dass man hier so zerstörbare Umgebung hat. Wow, der war jetzt unnötig, dass man den gefressen hat. Aber nicht schlecht. Jetzt warte mal, steigen wir mal kurz aus. Und ja, da haben wir ja. Sammeln wir mal Power Weapons und VR-Munition. Denn das ist nicht schlecht. Scheiße, ich noch mehr Granaten mitnehmen kann. Ja, zwei Schuss. Ich glaube auf der anderen Seite. Ja, da haben wir noch mal eine Rocket. Nice. Fast. 70 Munitions. Döns eingesammelt. Ich würde mal sagen, weiter geht's. Bisschen brennen tut er. Ach, kein Problem. Bisschen Oxidation hinten raus. Ja, ich könnte mal jetzt auch laufen. Naja, es sind noch zwei Gegner da unten. Die kann man mit dem Panzer wenigstens schön niedermachen. Jetzt im Vergleich zu meinem Legendary Try. 9 Minuten 8 ungefähr bis jetzt. 9 Minuten sowas um den Dreh. Und wenn wir es auf Legendär, 30 Minuten. Ah, komm schon. Ach, daneben. Der lebt noch. Weg. Punkte finde ich immer ganz nett. Kann man nebenbei laufen lassen. Dann sieht man auch wenigstens, dass man den Abschuss hat. Das gibt dann so ein bisschen eine Bestätigung nochmal zusätzlich. Dass man auch weiß, zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Distanz grenadet. Das schaut ja aus wie ein Kia. Entschuldigung, war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Das rote Auto hat ein bisschen ausgeschaut wie ein Kia. Aber vielleicht ist das auch was. Fahrzeug von dem Entwickler. Naja, auf jeden Fall die Punkte finde ich seit Halo Reach oder Halo 3 habe ich ja auch öfters drin gehabt. Dass ich einfach das weiß, jetzt habe ich einen Abschuss erledigt, jetzt ist da hinten wieder einer weniger, die Planet hat gesessen. Ist nicht schlecht. Hilft immer viel. Ah, komm schon. Irgendwie hört sich der nicht mal so gut an. Hier kommen wir leider nicht mehr weiter. Ich werde auch nicht in den Warthog steigen und versuchen, da durchzurushen. Und ich werde auch nicht deine Schrotflinte nehmen, weil mir das nichts bringt. So, dem kriegt erstmal ein Geschenk, oder? Ja. Hau mal rein. Wow! Gegen die Wand eliminiert. Komm, jetzt geht die Action los. 1, 2, 3, passt. Ah, oh, schlimm. Dumme Idee. Komm schon. Ach, jetzt kriegt er nicht mal die Punkte. Haben wir ihn weg.
haben noch einen Kontakt. Front. Eins. Zwei. Jetzt haben wir halt hier das Problem. Hier wird auch irgendwann wieder die Munition wahrscheinlich knapp. Und wir haben hier Scharfschützen. Da ist keiner. Schieben wir mal runter. Wieder einer weniger. Da haben wir schon den ersten, der schießt. Und den zweiten. Weg damit. Also auf Legendär braucht man nicht so lange stehen bleiben. Da hat man schon mindestens einen Schuss im Gesicht. Da hinten sind auch öfters welche. Da habe ich jetzt nichts getroffen. Das kriegen wir jetzt aber. Auch mal geil. Ich habe so einen Schädel, habe ich denn. Ich hätte dein Vater sein können. Schädel drin. Ah, komm schon, stirb jetzt endlich. Passt. Und das wirst du. Weil ich es einfach cool finde, wenn die Marines mal ein bisschen mehr labern. Auch ein bisschen lustiger. Das ist Abwechslung. Nahkampf. Ja, keine Chance, komm. Der Edzard. Geht doch weg. Jetzt sind wir noch bei 18 Schuss im Magazin, der Reserve und ein Magazin. Der ist weak. Den holen wir, den holen wir. Passt. Passt, passt. Ja, jetzt sind wir schon unter einem Magazin und das finde ich auch noch. Ja, mach ich mal kurz ein Video von mir, sage ich mal, was genau diese Situation beschreibt. Das war das. Ich habe mir jetzt mal überlegt von Halo 4, was man da eigentlich immer an Munition rumschleppt oder besser gesagt Munition zur Verfügung hat. Ich muss mal kurz konzentrieren. Der, glaube ich, der kriegt jetzt eine Nade. Passt. Ich glaube, da hinten ist doch noch einer. Oh, ja, da ist einer in Tarnung. Hi, du. Ja, das hast du davon. Genau. Und zwar in Halo 4 hat man extrem viel Munition, so an Waffen wie Kampfgewehr, Allianzkarabiner, Lichtgewehr und den ganzen Spaß. Und hier nicht. Es ist natürlich super. Also, man muss ja sagen, ich hätte jetzt hier auch zum Beispiel keine Rocket-Munition. Na, die kriegen eine normale Grenade. Boah, war die schlecht. Jetzt machen wir den mal leer. Na, also war keine Munition mehr. Sagen wir mal so, in Halo 4 hätte ich jetzt hier mindestens irgendwo eine Munitionskiste rumliegen. Aber wir sind nicht in Halo 4, sondern wir sind in einem älteren Halo, wo man sich noch zur Not mit den Waffen am Boden bedienen muss, um sich da eine möglichst adäquate Strategie zurechtzulegen. Nee. Ich habe gehofft, dass da ein bisschen mehr drin sein würde als 8 Schuss. Das ist zu wenig. Dann gehen wir mal ein bisschen Dual-Wield vor. Zur Not. Zur Not kann man es ja auch mal machen. Ist ja nicht schlecht. Ist man nur schwächer als ein Elite, der das gleiche hat. Oder der nur eine hat. Wow, springt der weg. Wieder einer weniger. Jetzt holen wir uns den zweiten. Ah, da oben ist er. Der ist weak. Der ist weak, den holen wir uns jetzt. Das ist blöd, ist jetzt. Ich möchte eigentlich nicht wirklich mit dem in Nahkampf. Der kann mich mit einem Punch fertig machen. Ich ihn nicht. Schauen wir mal. Komm, jetzt springen wir um die Ecke. Und einfach feuern. Passt. Hey, da liegen Fracks. Cool. Again what learned, habe ich nicht gewusst, dass die Fracks liegen. Und jetzt kommt der Sniper-Part. Oh. Hi, du. Das war der, wo wir von der Mauer runtergehauen haben. Du hast auch ein Problem. Das war ein Kopfschuss. Jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich davor beim Legendär nicht mehr weitergekommen bin. Und nach einer Stunde aufgehört habe, weil ich keine Lust mehr hatte. Nach über einer Stunde aufgehört habe. Da man einfach so viele Sniper hier hat. So viele Sniper und dann geht der Warthog kaputt. Man kann den Warthog nicht retten. Dann ist man, ohne Warthog müsste man danach gegen Ghosts. Und, nee. Sag ich nein. Nein, danke. Den haben wir im Lauf. Und nochmal. Passt. Meiner weniger. So Munition wird es hier gar nicht fehlen. Man hat jetzt. Komm. Nice. In the run. Man hat jetzt hier diese. Man kann ja ein volles Beam Rifle mitnehmen. Hat da nochmal eins von dem Schakal, den man Optimum gepammelt hat. Ach, daneben. Wenn man natürlich noch gut ist, verschießt man keine Munition. Und ja, so rechts neben mir ist so ein Felsen. Nein, der Arsch, komm schon, jetzt stirb. Rechts neben mir ist ein Felsen, da ist nochmal Kampfgewehr und menschliche Sniper, glaube ich, auch nochmal mit 20 Schuss. Und das ist eigentlich Optimum, immer wenn man hier oben den... Verdammt. Immer wenn man hier oben den Schakal ausschaltet, kommt wieder einer neuer nach. Ich weiß nicht, ich glaube, die
Das ist so geskriptet, dass der immer besetzt sein muss. Nice aim. Komm schon. Wieder einer weniger. Und passt. Noch 5%. 5%. Da haben wir einen Nieten. So war's das schon. Ich glaube, es ist. Oh, da ist noch einer. Oh, im Run. Wow. Nichts mehr. Nein, mit dem Rocket komme ich nicht hin. Schauen wir mal. Aber ist ja kein Problem. Ist ja bloß heldenhaft, ne? Da haben wir jetzt nicht das Problem, dass die einen. Verdammte Wand. Oh, der ging ein bisschen tief. Ist nicht eigentlich nicht meine Art. Den Grand Turm auch noch. Der war schon wieder so tief. Komm schon. Ah, nicht erwischt. Keine Punkte bekommen. Na, ich glaube, ich mache mal den noch schnell weg. Oder gehen wir in Nahkampf? Ah, der ist da oben. Ja, nutzen wir noch ein bisschen Human Sniper. Was ist denn das? Was hat uns denn da für Schlaze weg? Geht da der Baum runter oder was? Ja, der echte. Der Baum arbeitet zusammen mit den Eliten. Ist ja auch mal was wert. Könnte sie am Geschütz gebrauchen, Chief. Nein, ich würde lieber fahren. Nichts gegen deinen Fahrstil, aber ich fahre besser. Behaupte ich jetzt mal so. Schauen wir mal, wie lange wir aushalten. Komm. Einmal. Ja, und du hast eine Gauss Cannon. Oh, komm schon, schießen weg. Passt. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, hatten wir hier einen Kontrollpunkt. Ich möchte jetzt. Das war jetzt zwar einfach, aber ich möchte es nicht nochmal machen. So, ich glaube, hier gibt es allgemein keine Easter Eggs und nichts Besonderes. Wäre mir jedenfalls nicht bewusst oder nicht bekannt. Wenn es jemand wüsste, kann er mir unten in die Kommentare reinschreiben. Krass. Krass, wie weit sich die Engine weiterentwickelt hat. So, und hier will ich nicht kämpfen. Ich will nicht nochmal gegen einen Phantom. Phantom schon wieder. Ja, Wraith. Wir fahren jetzt hier einfach hier oben rum, schauen, dass er ein bisschen. Oh, nein, 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 nein. Der fährt fies, der fährt fies. Und jetzt kriegen wir die Kurve. Nicht. Wow, ich habe einen Headshot. Unglaublich. Ich bin Abschaum, ja, ich weiß. Da haben wir unseren Kontrollpunkt. Ja, schön. Komm, jetzt kriegen wir's. Schauen wir mal, jetzt müssen wir ein bisschen RNG für uns bieten. Jetzt sogar RNG. Jetzt haben wir. Ja, super. Er gibt den Weg frei. Perfekt, passt. Wir kommen durch. Hier eine scharfe Kurve. Am besten auch Bremse reinhauen, dass man nicht stecken bleibt. Und unser. Ja. Ja, der Warthog oxidiert ein bisschen, aber das ist jetzt mal egal. Wir haben es geschafft. Der Rest ist eigentlich jetzt nur noch. Sogar Musik. Lass mal kurz. Blödes Handy. So, ja. Konzentrieren wir uns auf den Wraith. Hat schon mal einen Scharfschützen weggehauen. Ja, genau. Hier ist ein Easter Egg. Hier das Schild, das kann man sich anschauen, einmal in neuer Grafik und einmal in alter Grafik, also das leuchtende Display. Das ist ein Achievement. Wert 5 Gamerscore für die, die es finden. Unser verbündeter Warthog ist schon kaputt, weil warum nicht? Ich meine, was ist schwerer als im Kreis zu fahren? Weil das Scharfschütze macht mich, nervt mich jetzt noch. Generell, der Scharfschütze ist eh kein Problem, eigentlich für Fahrzeuge, da die Waffe eh kackt. Dreck von Schaden gegen Fahrzeuge macht. Wow. Da haben wir was verloren. Das war aber nicht wichtig. Komm hier, Nahkampf. Nochmal gefressen. Nochmal gefressen. Und jetzt fahren wir nochmal ein bisschen unpredictable. Ah, wieder ein Scharfschütze weg. Jetzt komm. Close and deadly. Komm schon, zerleg ihn endlich. Das gibt's ja nicht. Wie viel frisst denn der? Das ist doch jetzt schon irgendwie lächerlich, oder? Mit was schießt denn der? Mit Wattebauschen oder was? Ah, verdammt. Komm schon. 2 hat der gefressen, nicht kaputt. 3. Das ist wahrscheinlich schon der 10. 1, 2, 3. 4. 5.
6. Sehr schön. Brennen noch stärker. Ich dürfte gar nichts mehr sehen. Marie müsste langsam die Beine warm werden. Bald sind sie durch. Der ist immer noch nicht kaputt. Schieß mal den noch mal ein bisschen an. Ist es doch nicht normal, oder? Ja, entsichern. Am Schauen. Ah. Und wieder eingefressen. Der schaut doch schon so am Arsch aus. Warum geht der nicht kaputt? Oh, jetzt kommt auch noch der Phantom. Weil, warum nicht, ne? Ein paar schwarze Säcke brauchen wir, ja, für uns bald. Wenn die scheiß Race nicht endlich mal kaputt gehen. Und schieß mal drauf. Nee, warum auch nicht? Ah, jetzt schießen weg. Ja, die gehen kaputt. Auf 2 Schuss. Was fressen die Rays? 15. Wahrscheinlich 30 sogar. Der haut ab. Passt. Oh, da ist nochmal ein Ghost. Schauen wir mal, ob wir den auch noch hier hochlocken können. Ich will nicht hier ins Kreuzfeuer geraten. Ah, und nochmal gefressen. Oh, der hat seinen. Ach, der hat seinen Ghost umgeschmissen. Und schon wieder ein Treffer. Nochmal ein Treffer. Also, keine Ahnung, ob das jetzt gerade hier irgendwie ein Bug ist oder was auch immer. Ja, der ist weg. Was hat den jetzt kaputt gemacht? So. Ah, ich kriege Unterstützung. Ja, Pelican Power! Zerstört sie endlich! Komm, jetzt können wir mal konzentrieren. Ja, schon krass. Na, was hängt denn hier so langsam rum? 1, 2, 3. Ja, endlich! Dann gibt es ja bloß 480 Punkte. Das ist schon irgendwie übertrieben. Ey, also. Zum Glück habe ich es nicht auf legendär weitergespielt. Corporate Press, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Ich wäre hier. Sergeant Banks, Ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Leicht verzweifelt. Hier könnte man sich eine Shotgun nehmen. Ist nicht schlecht auf normal, wenn man jetzt da auf den Scarab dann drauf muss. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Und rum. Siehst du diesen Blick? Das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Und sehr effektiv. Kaliber 50. Bringt nichts. Wäre auch komisch. Das ist ein geiler Anblick. Wow. Wow! What the fuck? Hat der jetzt mich gerade mit dem Sendemast umgebracht? Ja, zum Glück ist nicht irgend so ein Schmarrn drin wie Eisen. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Nicht langsam. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, Ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Da war jetzt noch ein Terminal. Für die, die es noch nicht haben, habe ich davor vergessen. Ja, zum Glück hat mich ja der Scarab umgebracht. Auf die glorreiche Art und Weise. Das wäre schon mal sowas für die Geschichte von Halo. Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Master Chief erledigt von Metallteil. Ich glaube, diesmal verziehe ich mich mal woanders hin. Siehst du diesen Blick? Das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Ich glaube, ich gehe mal hoch. Oder? Ja, ist sicherer. Ich will jetzt da nicht nochmal getötet werden, das ist so ein Schmarrn. Passt. Ein Scarab. Ist aber ein kleines Modell. Wow, da ist ja ein C. Och, ja genau, da. Ach, das haut er. Ja, Physik, ne? Physik Engine. Wäre cooler, wenn es verbogen hätte. Aber man weiß, was jetzt nicht alles noch bei Halo 5 kommt. Sollte der mir nicht was sagen?
So wie, folgen Sie mir, Chief. Oder auch nicht. Und hoch geht's. So, jetzt kommt der Scarab hier. Wir machen mal das ganz heldenhaft. Wir haben mehr Schuss für die Bazooka. Sniper mal nicht. Gehen wir mit dem Kampfgewehr runter. Sniper wäre auch nicht schlecht. Ja, super, jetzt hat er mir jetzt meine Brücke weg. Schauen wir mal. Landung und... Passt. Wow. Abgefallen. Nein! Scheiße! Stirb, 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 stirb! Und nein, hinterher. Komm. Ja, bloß einen erwischt mit der Rocket. Wieder einen erwischt. Hat irgendwie maximale Munitionsverschwendung, was ich hier mache. So eine schlechte Landung. Aber... wieder einer weniger. Und... komm schon, den holen wir jetzt auch noch. Eine Chance, nochmal ein Ei hinterher. Nett. Ich glaube, hier ist ja eine ganze Armee drauf. Jetzt verstehe ich nicht, wenn das Teil sich bewegt. Jetzt sieht's aus. Finde ich ein bisschen schade, dass es bei den späteren Scarabs nicht mehr so war, dass eine Armee drauf stationiert war. Wow! Ah. Bisschen übertrieben. Ja, zum Glück Speicherpunkt, machen wir es nochmal. Na? Komm. Da haben wir die Bazooka. Da haben wir dabei. So, schauen wir mal, dass wir die Landung besser machen. Epic. Nee, ja, passt. Also hier hinten ist auch wieder so ein, oder besser gesagt hier oben und hier der Arsch vom Scarab ist so ein Punkt, wo die KI nicht hingeht. Das heißt, hier ist man komplett sicher. Die Granate war wasted. Komm, dafür kriegen sie jetzt eine. Und einer weniger. Ja, stimmt schon. Und wir sind weak. Jetzt von das Ding. Das ist wahrscheinlich auf die... Na, es schaut ein bisschen was raus von ihm. Hi. Wie sie mal abhauen, wenn sie die Rakete sehen. Das ist scheiße von euch. Können sie nicht einfach stehen bleiben? Das ist schon krass, wie wenig die treffen mit den Plasma-Pistolen. Das waren zwei Schakale. Und wieder einer weniger. Noch 42 Schuss. Das finde ich auch cool, dass jetzt hier die ganze Zeit auf die Deckung heizen. Wie dumm. Kannst du mal halten? Kannst du auch mal halten? Dankeschön. Das ging ans Knie. Das ging ans Knie. Oh, der hat sich vorgepackt. Nice. Mach was jetzt. Wow. Auch mal schön. Schön Wasser unten drunter, Staudamm. Frisst eine Rakete. Yes, we. Ich glaube, den holen wir uns jetzt von der anderen Seite. Würde uns hoffentlich nicht kommen. Machen wir denn? Ist der auch tot? Ah, haben wahrscheinlich die Marines erledigt. So. Da kommt es nicht weiter, es sitzt in der Falle. Ja, das ist nett. Zwei Grunts erledigt. Und der frisst auch noch eine Rocket. Was? Der hat die überlebt? Schlecht, schlecht. Und ich habe was leuchten gesehen. Ich will das nicht. Oh, der ist mir zu nah. Nein! Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von. Na, nett von dir, Cortana, dass du mir sagst, dass es ein Ultra war. Das hätte ich jetzt nicht mehr erraten. Schlecht, 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 schlecht. Ich will nicht, dass ich jetzt hier so oft Rocket-Munition vergesse. Hier so oft jetzt nochmal sterbe. So, Legendary Ending. Der dritte Versuch. Hooray. Nicht perfekt, aber perfekt genug. Locken wir sie an, dass wir auf einer Seite möglichst viele haben. Und nett. Trapper. Und da frisst auch noch was. Wieder einer weg. Hier
links welche? Gar nicht. Einer weniger. Die war schlecht. Ich wollte eigentlich, dass er runterfliegt. Geht doch. Nicht optimal. Nicht optimal. Sniper. Aber der Sniper trifft hier eh nichts auf heldenhaft, nur auf legendär. Da gibt er dir keine Bloodshots. Da schießt sie dir direkt in die Fresse. Zammern. Ah. Ja, mal von oben kleben können. Oh, da hat mich gesehen. Glaube ich nicht mehr. Ne. Oh, habe ich auch was getroffen. Wahrscheinlich ein Grunt. Da noch einer ist. Das sind zwei. Und gute Reise. Ja, super, der lebt noch. Da ich auch noch mal was rein, oder? Schauen wir mal. Na? Wie viele sind hier eigentlich noch oben? Ich glaube, die Plasma-Nate nehme ich mir noch mal auf. Ah, nett. Mit den Marines geholfen. Ich habe keine Munition mehr. Nehmen wir mal eine Sniper. Weil, warum nicht eine Sniper auf dem... Da kommt es nicht weiter. Es sitzt in der Falle. Im Inneren. Wow, haben wir hier Querschläger drin. So, jetzt haben wir sie ein bisschen wütend gemacht. Bin mir sicher, dass sie jetzt auch gleich hier kommen. Ich kenne euch doch. Ich kenne noch meine liebe kleine Halo-KI. Kommt von links was? Grunt? Grunt ist zu langsam für den Eliten. Ja, da haben wir ihn. Hi. Ciao. Da kommt der Elite. Einmal. Zweimal. Passt. Oh, da ist gleich der Ultra. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht dran. Und komm schon nochmal ein. Boah. Ja, ich schieß zu tief. Das tut weh zum Zuschauen. Daneben. Querschläger. Wow, ist der daneben gegangen? War das der letzte? Ich glaube schon. Also, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Zurück zur In-Amber-Clan. Roger, Ma'am. Status. Sir, der Prophet will abhauen. Er bitte Erlaubnis zum Angriff. Negativ, Commander. Ich schicke zwei Brummer für Abfangmanöver. Raumriss gleich vor dem Bug des Ziels. Es wird gleich springen, innerhalb der Stadt. Keine Zeit mehr, Sir. Grünes Licht. Grünes Licht für Angriff. Schneller, näher ran da. Ohne genaue Zielangabe? Wir dürfen es nicht verlieren.